So, und damit herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator 2. Und ich würde sagen, wir machen direkt dort weiter, wo wir letzten Part aufgehört haben, nämlich hier bei ein paar Aufträgen. Und es sieht so aus, als hätten wir irgendwie schon wieder Case Modding Aufträge. Ich weiß gar nicht, was das da am Anfang des Spiels ist. Vielleicht sind die Entwickler unglaublich darauf fokussiert, dass man auf jeden Fall ihre neuen Case-Modding-Sachen ausprobiert. Aber wir haben schon wieder einen Auftrag dazu. Nämlich hier von C. Schuldig. Socke Getränk Schuldig. Ich weiß ja nicht, es klingt irgendwie ein bisschen ekelhaft, aber egal. Hi, ich habe den Anblick meines alten PCs langsam satt. Ich brauche unbedingt ein Gehäuse in Lila, damit es zu meinem Zimmerdekor passt. Mit freundlichen Grüßen, Catherine Melville. Das heißt, wir sollen hier ein PC-Case lackieren gehen. Und zwar ganz simpel, einfach in Lila. Kriegen wir natürlich gar kein Ding ohne Problem hin. So, was haben wir hier? Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was Komplexeres. Brauche schnellstens Datenreihe für Diplomarbeit dringend. Okay. Hallo, keine Zeit zum Plaudern, sorry. Schreibe gerade meine Diplomarbeit Galaktisches Billard zum Schutz der Erde durch gesteuerte Asteroidenkollisionen. Klar. Alltagsthema für uns alle. Und mir ist gerade klar geworden, dass ich keine simulierte Datenreihe habe. Die Arbeit ist in ein paar Tagen fällig und ratet sie mal, ohne simulierte Datenreihe bin ich geliefert. Den Code, der die Simulation, der die Kollision simuliert, kann ich ohne Probleme erstellen, aber mein Computer ist unmöglich schnell genug in der Berechnung, um mir die benötigte Datenmenge zu liefern. Also brauche ich eine schnellere CPU. Ich habe nicht viel Geld. Aber tun Sie bitte Ihr Bestes, um alles aus den vorhandenen Ressourcen rauszuholen. Ansonsten müsste ich wohl froh sein, wenn tatsächlich ein Asteroid einschlägt und uns alle auslöscht. Denn dann bleibt mir wenigstens meine Diplomarbeit erspart. Vor allem die Studienausweisnummer. Gibt keinen Rabatt für Studenten hier. Können wir uns nicht leisten. So langsam werden die PCs interessanter. Ich warte aber noch ein bisschen ab, bis wir ein bisschen bessere GPUs halt reinkriegen, weil momentan ist es bei allen Systemen so, wir sind immer krass CPU-bottlenecked. Und ich glaube, wenn wir wirklich einen PC hätten, bei dem wir eine starke GPU drin hätten, da könnten wir richtig was rausholen. Aber so wie es momentan ist, ist es immer eher nicht so geil. Aber ich glaube, wir können hier auf jeden Fall schon mal gucken, was wir für eine CPU installieren. 6700K oder besser. Ja gut, das ist jetzt kein krasses Upgrade. Aber ich glaube, allzu viel krasseres haben wir ja auch nicht, ne? 6700K, ja, den können wir auf jeden Fall einbauen. $165. Du hast $300 Teilebudget. Können wir eigentlich nicht mehr machen. Weil, wenn wir auf eine ganz andere Plattform gehen würden, müssten wir halt auch ein neues Mainboard haben. Und ein Mainboard für eine aktuelle Plattform, wir sehen es ja hier, das ist ein B450-Board. Was würden wir da für eine CPU kriegen? $190 hätten wir, 2600X. Sekunde, gucken wir mal so. 3600X ist das Maximum. Wir kämen 7700K, aber ja, mit dem können wir leider nicht allzu viel anfangen. Da müssten wir halt einen Kaby Lake Sockel haben. Haben wir halt aber nicht. Können wir also vergessen. Ist halt leider so. So. Kann natürlich... Oh, nicht Coffee Lake, Kaby Lake. Ach, wir haben noch gar keine Kaby Lake Ports. Gut, dass es dann auf jeden Fall Kaby Lake CPUs gibt. Sehr schön. Gut, dann sind wir stuck mit dem 6700K, egal was wir machen. Weil wenn er Minimum ist und gleichzeitig Maximum, was wir uns leisten können, ne... Besser geht's halt da nicht.
ist egal, ob das heute oder morgen ist. Können wir sowieso nichts dran ändern. Und beenden dann gerade einfach mal unseren Tag. Ich meine, ne? Gibt sowieso nicht eine andere Möglichkeit wirklich für uns. So, was haben wir hier? Entweder, ja, fangen wir einfach gerade damit an. So, uns fehlt immer noch dieses eine Level. Ihr seht es leider nicht, weil es hinter mir ist. Aber uns fehlt immer noch dieses eine Level, um Peripherie auszutauschen. Ich schwöre euch, Leute, das schaffen wir. Das schaffen wir in sehr, sehr naher Zukunft. Dann können wir uns auch die ganze coole Peripherie angucken, weil das ist auch so eine Sache, wo das Spiel immer relativ stark ist. Ich bin gespannt, ob wir die auch nach und nach erst freischalten müssen oder ob wir die von Anfang an komplett haben. Aber das ist auf jeden Fall normalerweise immer auch so ein Strong Point gewesen beim Spiel. So, holen wir gerade mal unseren 6700K damit. Ach ja, der ist schon eigentlich eine sehr solide CPU gewesen. So, ich würde gern, also muss ich dafür zumachen? Ich muss wahrscheinlich dafür zumachen, ne? Definitiv sehr realistisch, dass man vorher nicht Wärmeleitpaste auftragen kann. Aber ist halt so, wir müssen die Entscheidung, die das Spiel trifft, hinnehmen. Was ich allerdings nicht hinnehmen werde, ist dieses RAM-Layout. Außer es geht nicht anders bei dem CPU-Kühler, aber das glaube ich nicht, dass das das Problem ist. So. Sag ich ja. Geht. Was ich übrigens auch. Okay. Trotzdem ohne Problem gestartet. Sehr schön. Was ich übrigens von euch gehört habe, ist, dass es tatsächlich möglich ist. Wir haben ja jetzt eine fehlerhafte Komponente, nämlich diesen einen RAM hier. Fehlerhafte Komponenten, die laufen ja nicht so hundertprozentig, wie sie sollen. Sprich, im Normalfall wollen wir die hier nicht in so einen normalen Auftrag einbauen, weil sich die Leute dann eventuell beschweren. Was wir allerdings machen können, ist, wir können den einfach in einem PC, den wir hier raus tun, einbauen. Und da ist ja niemand, der sich beschweren kann. Wir haben ja keinen Kundenkontakt. Den verkaufen wir ja einfach nur so direkt. Sprich, wir können tatsächlich hingehen und können den einfach da einbauen und dann ist es nicht mehr unser Problem. Weil wenn wir den verkaufen, wir haben es ja gesehen, für fehlerhafte Komponenten kriegen wir im Grunde nichts mehr. Das ist ein Dollar. Und wenn wir den draußen in so einen PC tun, dann kriegen wir dafür wenigstens noch ein bisschen mehr. Eigentlich eine kluge Idee. Ist vielleicht auch nicht so gedacht von den Entwicklern, sondern eher ein Bug. Aber hey, solange es noch nicht gepatcht wurde, werden wir es auf jeden Fall ausnutzen, denke ich mal. Und wir haben gerade das Achievement aufgemotzt bekommen. Wahrscheinlich, weil wir jetzt, vermute mal, unseren fünften PC oder so vielleicht gepaintet haben. Vielleicht auch schon ein paar mehr, ich weiß es nicht mehr. Falls jemand von euch mitgezählt hat, schreibt es gerne in die Kommentare, wie viele wir durch haben. So, das hätten wir auf jeden Fall. So viel ist bei dem Case halt nicht möglich. Die Seite ist ja komplett Glas, bis auf das hier, aber dieses Plastik können wir nie painten bei Cases. Geht immer nur komplett glatte Fläche, leider. Aber aus irgendeinem Grund sagt er uns immer nur noch 53%. Wir können aber nicht die Rückseite. Ach, oh nein, sagt mir nicht, das ist wieder so eine. Ist es wahrscheinlich wieder so eine Person, ne? Ja. Ich glaube, dazu muss ich aber nichts sagen. Zu diesen Menschen, die wollen, dass wir ihr Case mit einer kompletten Glasseite painten. Monster sind das einfach nur. Warum kauft man sich dann überhaupt noch so ein Case? Weil, ne, wenn man das Glas schon hinnimmt, dann geht man ja im Grunde schon davon aus, dass man nicht den Vorteil vom Airflow hat bei einem Case, was zum Beispiel ein Mesh-Panel vorne hat. Sprich, Glas nimmt man eigentlich 99% der Fälle für Ästhetik, weil es ist nicht unbedingt
leichter, als wenn du keine Glasfront hast, sondern halt Mesh-Panel oder von mir aus eine Plastikfront oder eine komplette Metallfront. Ist nicht signifikant leichter. Du hast keinen besseren Airflow. Das Einzige, weswegen man es nehmen kann, ist halt Ästhetik. Und das ruiniert man sich so ja komplett. Weil im Case, was komplett vorne Metall ist, kannst du genauso gut painten und ist meistens günstiger. Aber ich glaube, ich muss dazu einfach gar nichts sagen. Das ist den Leuten sehr wohl bewusst. Die hassen einfach ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. So, du hast nicht gesagt, dass du irgendwie getestet haben willst, irgendwas. Das heißt, wir testen auch nichts. Und du wolltest eigentlich nur, dass dein PC in die Dekoration passt. Das haben wir auch auf jeden Fall hingekriegt. So, wir könnten natürlich nochmal hier reinschauen, aber ich glaube, ist immer noch nichts besonders Interessantes drin. Hier werden wir halt immer wieder, ne, viel zu krass overpowered, was die CPU angeht, für meinen Geschmack. Ich weiß, wir können das natürlich trotzdem machen, aber wie gesagt, uns mangelt es auch jetzt gerade nicht an Geld. Insofern würde ich gerne, wenn wir hier was kaufen, was Interessantes kaufen. Und da sind die halt einfach alle nicht. Aber ich glaube, wir könnten uns tatsächlich gleich im Shop auf jeden Fall schon mal ein weiteres Power-Up gönnen. Und ich glaube, ich wäre ein Freund von dem schnelleren... Gibt es kein schnelleres Schraubwerkzeug? Es gibt nur ein automatisches Schraubwerkzeug. Schade. Es gibt nur sonst schnellere Installation und schnellere Verkabelung. Ich glaube, schnellere Verkabelung wäre noch ganz cool. Weil Teile installieren geht ja meistens noch halbwegs okay. Machen wir das einfach mal. Ich vermute, dass dazu übrigens nicht Schrauben gehören. Wenn doch, dann ist das lächerlich. So, aber machen wir mal weiter mit anderen Aufträgen. Grüne Kabel will da jemand haben. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall neue Kabel kaufen. Aber du schreibst nicht, was genau, ne? Ja, lesen wir erstmal die Mail, glaube ich, lieber. So, neue Idee von DJ Computer, lol. Jawohl, Boss, Obermods. Hab mir gerade angesehen, was du mit DJ Computer gemacht hast. Sieht Hammer aus. Die Leute werden so abgehen, wenn sie ihn auf der nächsten Party sehen. Und voll lustig, wie du diesen Stimmchip oder was immer du da eingebaut hast, damit er reden kann. Wusste nicht mal, dass du sowas kannst. Okay, ich glaube, da hat irgendjemand sehr viel von irgendwas genommen. Oder noch nicht genug. So, hab so eine Stunde mit ihm geredet. Unglaublich, dass du eine kostenlose künstliche Intelligenz einfach so hinzugefügt hast. Muss echt was gekostet haben, Kumpel. Das grüne Gehäuse ist super, aber ich glaube, es würde noch krasser aussehen, wenn die Kabel auch so aussehen würden. Kannst du also grüne Kabel reinmachen, bitte? Grüße, Jay. Ich weiß nicht, war das nicht dieser komplett grüne PC? Weil, dann siehst du die Kabel. Egal. Ne. Nicht unser Problem. So, Ersatzkabel kaufen. Der Kunde möchte die Kabel in seinem PC durch grüne Kabel ersetzen. Wenn du noch keine hast, kannst du im Shop welche kaufen. Habe ich ja auch gerade gesagt. Ich vermute, es gibt wieder eine Menge verschiedene. Aber da jetzt nicht irgendwie drin stand, die oder die jetzt gern, würde ich einfach mal irgendwas nehmen. Und ich mag eigentlich die ummantelten gerne. Ich hoffe, wir werden dafür jetzt nicht irgendwie eine schlechte Bewertung bekommen, weil die Entwickler doch gemeint haben, ja, die wären doch gern lieber die anderen, wie es im ersten Spiel immer der Fall war. Aber hier steht wirklich, im ersten Spiel stand dann wirklich da Kunststoffkabel oder sowas, aber hier steht einfach nur Kabelgrün. Wenn die jetzt was Spezifisches wollen, kann ich echt nichts dafür. Also wirklich nicht. Da steht wirklich nichts. So. Egal. So, was haben wir hier? Könnten Sie mir bei was helfen? Ich habe den Anblick meines alten PCs langsam satt. Ich möchte wirklich ein schickes Cells One Design für das Gehäuse. Würden Sie das bis
zum 31. schaffen, können es probieren. Ich vermute mal, ja, es ist wahrscheinlich auch einfach nur wieder Case Painting. So, das hier können wir ja eigentlich auch wegtun. Das ist ja nicht mehr von heute. Und das kann auch weg schon mal. So, da haben wir einige neue Teile freigeschaltet. CPU-Kühler. Okay. Ein paar Lüfter haben wir. Neue CPUs. Grafikkarte. Warum auch immer wir eine RX 590 kaufen sollten. Die ist sowieso komplett unnötig. So, Z390 und Z490 Boards. Und ein X570 Board. Außerdem noch ein Netzteil und ein bisschen RAM. Und noch ein paar CPUs und eine GTX 1080. Interessant auf jeden Fall. Gut, ne? Grüne Kabel haben wir gekauft. Und das andere ist ja wieder mal nur Case Modding. Kriegen wir also hin. Bisher haben wir immer noch relativ Low-Level-Aufträge, wenn ich das so sagen kann. Ja, ich glaube, das war dieser PC, der einfach... Ah, ne, okay. Hab gedacht, das wäre, wie gesagt, der... Oder einer der PCs, bei denen wir übers Glas painten sollen. Wollte mich halt... Oder hab mich eben ja schon drüber beschwert, dass man dann ja überhaupt gar keine grünen Kabel erkennen kann. Aber nope, ist er nicht. So. Ersatzkabel installieren. Bei diesem Auftrag musst du das Gehäuse öffnen, die Kabel im Inneren des PCs entfernen und sie dann vom Kunden erwünscht durch grüne Kabel ersetzen. Fangen wir an. Kriegen wir auch so hin. Glaub mir, Spiel. Wir haben das schon ein, zwei Mal getan. Ihr wollt ihr nicht die anderen Kabel auch ersetzen? Okay. Ich meine, scheinbar nicht. Du hast die Ersatzkabel erfolgreich installiert. Jetzt musst du den PC nur noch schließen und testen, ob er das Betriebssystem lädt. Ist das der Fall, kannst du ihn zum Kunden zurückschicken. Ich würde gern trotzdem probieren, kann ich wenigstens die anderen Kabel ersetzen oder... Vermute nicht alle, aber ernsthaft gar kein... Okay, doch, das ging. Aber die Lüfterkabel gehen nicht. Zumindest das zur HDD ging. Das hier auch nicht. Nee, ist auch nur Lüfter. Kann ich jetzt halt auch nichts machen. Obwohl, Sekunde. Nee, das ist ein... Ach nee, das ist zum Gehäuse. Obwohl, das müssten wir eigentlich... Okay, das können wir doch nicht ersetzen. Schade. Aber müsste auf jeden Fall laufen. Ja, bootet auch auf jeden Fall. So, können wir hier nochmal schnell zumachen. Und den können wir dann auch eigentlich schon wieder wegbringen. So, hier müssen wir ja ein bisschen das Design abändern. Bin ich mal gespannt. Cells One. Sieht cool aus. Aber weiß jetzt nicht, ob ich das unbedingt bräuchte auf meinem Case. Bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Kann man aber auf jeden Fall mögen. Also habe ich jetzt nichts kategorisch dagegen. So, wie sieht's heute hier aus? Ah, da ist nur ein Netzteil kaputt. Da hätten wir sogar eine 2060 und ein 1600 drin. Das finde ich ist ein auf jeden Fall okayer PC. Das sogar auch. Das sind zwar zwei Grafikkarten defekt, aber zwei GPUs machen auf jeden Fall schon ein bisschen mehr was her. Naja, ich habe das Gefühl, so langsam wird es auf jeden Fall. Hier haben wir auch eine 2060 drin. Die funktioniert. Können wir eigentlich machen, finde ich. Ich würde auf jeden Fall erstmal die PCs hier, die PCs loskriegen. Das hatten wir. Die können wir auch löschen. Dann hier erstmal unser Geld kassieren.
Nice, Peripheriegeräte freigeschaltet. Die aktuellen Peripheriegeräte sind nun im Inventar verfügbar. Diese sind rein dekorativer Natur und dienen dazu, Schreibtisch und Werkbänke individuell zu gestalten. Gucken wir uns auch gleich an. So, freigeschaltet haben wir auf jeden Fall gerade außerdem noch die Intel-CPUs der 9. Generation Scarlett X-Prozessoren, RGB-Gehäuselüfte endlich, dann akzeptabel schneller RAM und die RTX 2070 und eine ganze Menge Einzelteile. Ich vermute, das meiste davon sind wahrscheinlich Lüfter. Ah ne, das hier ist alles Peripherie. Ja, das ist alles Peripherie. Da oben haben wir ein paar RGB-IOs. Dann haben wir da wieder ganz viel Peripherie. Ein paar Cases noch und so weiter. Okay. Ne, Lüfter scheinen hier gar nicht so wirklich aufgelistet zu sein. Wenn ich ehrlich bin. Aber egal. So, außerdem, da haben wir ja gerade reingeschaut. Da sind auf jeden Fall ein paar interessante Sachen dabei. Das hier können wir noch wegbringen. Unser Geld nehmen. Und dann schauen wir hier mal rein. Okay, ein paar Sachen haben wir auf jeden Fall schon. Das hier sieht doch eigentlich ganz cool aus. Was ist das so? Hälfte, Hälfte? Okay. Interessant, das habe ich auch noch nicht gesehen bei RGB-Beleuchtung. Bei Mauspads, dass das so zur Hälfte die eine und zur Hälfte die andere Farbe ist. Was? Bitte stell den PC das Gehäuse auf eine Werkbank, um die LEDs zu wechseln. Ich will nicht wechseln, will nur einstellen. Also das ist ein bisschen lächerlich, dass wir das machen müssen. Weil wie will ich denn bei der Peripherie jetzt die LEDs umstellen? Das geht ja jetzt gar nicht mehr. Außer ich hätte die gleiche Peripherie bei diesem PC dann. Aber das geht wiederum nicht, weil das Mauspad da, glaube ich, nicht so groß sein kann, oder? Exakt. Das geht nicht. Was ist das für ein Betrug? So, gönnen wir uns auf jeden Fall die mal. Und da können wir uns auch mal eine... Okay, schade, hab gedacht, ich könnte vielleicht die Maus nehmen, die ich tatsächlich habe. Razer Viper, aber die gibt's nicht. Oder zumindest haben wir sie noch nicht freigeschaltet. Nehmen wir uns irgendwas anderes, was cool aussieht. Nehmen wir dich einfach mal, das passt zu der Tastatur tatsächlich. Dann an Gaming-Headsets und niemand sollte sich ein Gaming-Headset kaufen, weil Gaming-Headsets sind eigentlich zu 99% Bullshit im Vergleich zu tatsächlichen guten Kopfhörern. Obwohl ein Headset, was wir auf jeden Fall genannt haben sollte, was ganz gut ist, sind die Dinger von HyperX. Ja, ne, zu Gaming-Mikrofonen muss ich jetzt gar nichts sagen. Aber hey, jetzt leuchtet wenigstens alles irgendwie in irgendeiner Farbe, auch wenn nichts in einer gemeinsam guten Farbe leuchtet, leider. So, damit sich Asus nicht so ausgegrenzt fühlt, alle anderen Marken sich nicht so ausgegrenzt fühlen, holen wir mal nicht nur Asus-Monitore hier hin. So, BenQ bekommt auch ein paar... So, wir holen von allem so ein bisschen was. Gibt's kein kleines, doch es gibt ein kleines Mauspad von Razer. So, da holen wir dann vielleicht ein SteelSeries Setup. Okay, da gibt's wirklich nur die. Schade, ich boykottiere so halbwegs. Zumindest bei teureren Mäusen und Tastaturen, Sachen, die keine Handballen, also bei Tastaturen, Sachen, die keine Handballenauflage haben, weil ganz ehrlich, ist jetzt nicht so teuer, das zu machen und ist es zumindest, wenn man nicht unglaublich ekelhaft mit seiner Peripherie umgeht,
auch sehr viel angenehmer, als nichts zu haben da. Ja, dann nehmen wir einfach das hier. Und da holen wir die EVGA X17. Die fast nicht mehr auf dem Mauspad ist, aber hey, nicht unser Problem. ach, Corsair kriegt doch auch was. Garantiert. K95 ist ein Klassiker. Nur bei der M55 hin und da wird Corsair. Okay, haben wir keine Corsair Mauspads. Dann gibt's hier MSI Mauspad. Und hier wäre dann wahrscheinlich, hätte ich jetzt mal einfach so gesagt, Asus dran. Weil die haben ja auch alles Mögliche. Ja, nehmen wir das hier mal. Dann haben wir auf jeden Fall gut was abgedeckt. Können wir da draußen eigentlich auch die Peripherie ändern? Oh ja, Tatsache. Ja, stellen wir den mal hier hin. Was hatten wir hier noch nicht? Ja gut, es gibt halt echt viel. Razer-Zeug hatten wir auch schon ein bisschen was. Corsair hatten wir, EVGA hatten wir, G-Skill gäbe es noch. HyperX könnten wir auch was nehmen. MSI gibt es natürlich auch, aber das MSI-Zeug ist jetzt alles nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Ja gut, aber das andere ist jetzt alles auch nicht so nice. Ja, nehmen wir einfach gerade mal mir aus, die hier. Hat wir wollen nicht zu Tastaturen, wir wollten hier zu Mauspads. Da hat MSI auf jeden Fall auch was Schickes. Und eine Maus gibt's auch. Sekunde. Hier ist Klatsch. Hieß da nicht noch was Klatsch? Okay, nee, ich habe gedacht, da wäre von anderen Marke auch was gewesen, was genauso gehießen hätte. Das wäre echt bitter. Wenn das passiert wäre. Aber auch irgendwie lustig, wenn ich ehrlich bin. So, das hatten wir hier geändert. Auch wenn wir das nie angeschaltet sehen werden, weil wir hier ja sowieso nur sind. Wenn wir gerade eine GPU modden. Aber egal. Gut, ich würde sagen, nächsten Part wollen wir uns dann auf jeden Fall mal ein paar dieser gebrauchten PCs annehmen. Denn am heutigen Ingame-Tag sind die tatsächlich relativ interessant. Da können wir, denke ich, gut Gewinn machen und halbwegs gebalancete Systeme bauen. Ich weiß, die werden immer noch eher CPU-heavy sein, weil wir halt immer noch relativ wenig gute Grafikkarten haben. Aber das wird sich auch noch ein bisschen balancen über die nächsten paar Parts, wenn wir ein paar mehr Grafikkarten freischalten. Aber die hier sind auf jeden Fall schon ein bisschen besser als die, die wir in den letzten paar Parts verkauft hatten. Ich weiß gar nicht, hatten wir da schon unser ganzes Geld kassiert? Ja, hatten wir. Hatten wir auf jeden Fall kassiert. Gut. Nee, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was wir da so alles rausholen können. Bis dann, lasst mir natürlich gerne noch ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ein Like, wenn es euch hier heute gefallen hat bei PC Building Simulator. Falls ihr das Spiel noch nicht gekauft habt und es euch kaufen wollt, würde es mich freuen, wenn ihr den Creator-Code EASE im Epic Games Store verwendet. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal hier zurück bei PC Building Simulator. Bis dann und ciao.